wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen im Ländle, so sagt man doch, oder? In the land. In the land. The land. The land. Also wir sind hier gerade im Ländle und wir sind hier bei Sabine Fehrenbach. Und Sabine kennt ihr ja schon aus anderen Fotografiervideos bei uns. Und wir sind heute wieder da, weil wir heute nämlich nicht mit dem großen Besteck fotografieren, sondern mit dem kleinen, mit dem Handy. Sabine, magst du dich noch mal kurz vorstellen? Genau, ich bin die Sabine. Ich bin hier in Oberobach bei Bad Waldsee und das ist mitten in Oberschwaben, also in the land. Und ich habe hier die Hundeschule FEDOX. Nicht nur ich, sondern es sind ein paar andere Leute dabei. Genau, und ich fotografiere gern. Ja, richtig ja. Tolle Bilder. Also das, was ihr bei uns an Artikelfotos seht oder sowas, ist das meiste mittlerweile eigentlich von Sabine, weil sie halt so unglaublich großartig fotografieren kann. Also ich kann das nicht. Ich mache das halt dann tatsächlich oft so aus der Hüfte geschossen mit dem Handy, was ja mittlerweile sogar ganz gut geht, ne? Also kein Vergleich wirklich zu einer richtig tollen großen Spiegelreflexkamera, wenn man damit umgehen kann. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die man mit dem Handy auch machen kann und die Fotos wären dann trotzdem ganz nett. Wie ist denn das bei dir? Benutzt du häufiger mal das Handy, wenn du unterwegs bist? Oder sagst du, na jetzt hier, ich nehme immer die große Kamera, weil da weiß ich genau, wie ich damit umgehen muss. Das passt am besten. Also die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat. Aber es gibt total Situationen, wo Handys einfach, die hat man immer dabei. Die Großkamera, da bin ich immer vorsichtig, wenn es regnet, wenn irgendwo die Situation nicht so prickelnd für die Elektronik sind. Beim Handy bin ich da recht rustikal.